Übung für die Straßenblockade. Würden Sie gerne von der Straße runterbekommen? Stehen Sie freiwillig auf oder sollen wir Sie wegtragen? Bei einem Workshop simulieren Mitglieder der Klimaaktionsgruppe Aufstand der letzten Generation die Auflösung von Straßenblockaden durch die Polizei. Der Dresdner Christian Bleu leitet die jungen Klimaaktivisten an. Der 40-jährige Softwareentwickler hat sich ganz dem Klimaaktivismus verschrieben, seit 2019 an über 50 Straßenblockaden teilgenommen. Also ich habe durch die Aktionen eine ganze Bandbreite von Reaktionen erfahren, sowohl was die Polizei als auch die Justiz angeht. Und heute gebe ich vor allem auch das Psychologische weiter, also das, wie sich das anfühlt, wirklich mit diesen Situationen konfrontiert zu sein. Im Rollenspiel wird auch geübt, wie mit Autofahrern umzugehen ist, die für die Blockaden kein Verständnis haben. Du hast ein Begräbnis, was du nicht verpassen willst, und du hast meinetwegen eine OP oder irgendwas, ne? Also denkt euch was aus, können gerne so sehr persönliche Sachen sein, und ihr müsst auf jeden Fall durch. Autofahrer gegen Klimaaktivisten. Jo Leute, was macht ihr hier? Ich verstehe ja Klima und so, aber du, ich muss zum Flughafen. Ich fliege zwar da vor allem, ich habe noch 40 Minuten. Lass mich bitte durch, bitte, ich bitte dich. Wahrscheinlich sind wir in spätestens 2 Stunden hier weg. Das ist zu spät für Sie, aber vielleicht kriegen Sie eine Möglichkeit für Ihre Familie hin, dass Sie anders. Also ich würde jetzt komplett durchdrehen, wenn ich der Autofahrer wäre. Also ich würde so, richtig hart, ja. Ich kann das auch nicht spielen, ich kann das nicht. Kein Problem, ist der erste Durchgang, ne? Also wir werden das noch ein paar Mal üben und es wird unangenehm bleiben, aber vielleicht wird es ein klein wenig normaler, so diese Rollen reinzuschütten. Die Straßenblockaden sind für die Aktionsgruppe eine Art Aufmerksamkeitsgarant. Wo der Verkehr steht, ist die Empörung groß. Christian Bleuel klebt sich immer wieder an der Straße fest, mit Sekundenkleber. Will so eine zeitnahe Räumung durch die Polizei verhindern. Wie hier in Dresden, noch häufiger aber in Berlin. Wir sind hier am Flughafen Berlin und blockieren die Einfahrt für die Autos. Und wir werden so lange in Aktionen gehen, bis die Regierung den Ernst der Lage begreift und dementsprechend handelt. Die Aktivisten fordern ganz konkrete gesetzliche Maßnahmen für mehr Klimaschutz. Ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung, darum ging es vor der FDP-Parteizentrale in Berlin. Ein Tempolimit auf der Autobahn, eigenhändig durchgesetzt wie hier auf der A2 zwischen Magdeburg und Braunschweig. Das ganz große Ziel, endlich raus aus der fossilen Energie. Ende April ist Bleuel mit dabei, als die Gruppe zeitgleich mehrere Ölpipelines zudreht. Immerhin, den Betreiber hatte Bleuel kurz zuvor telefonisch in Kenntnis gesetzt. Der Soziologe Dieter Rucht forscht seit Jahren zur Klimabewegung. Dass die Aktionsformen derzeit immer radikaler werden, überrascht ihn nicht. Generell ist es schon so, dass eigentlich mehr von der Politik erwartet wurde, dass den Gang hochschaltet, dass die Maßnahmen deutlicher, radikaler, konsequenter werden. Und das ist nicht eingelöst worden. Und da macht sich so ein bisschen Frust auch breit, der eigentlich zwei unterschiedliche Richtungen einnehmen kann. Entweder man resigniert und sagt, es hat alles nichts genützt, oder man muss andere Wege ausprobieren. Und das heißt, die Aktionen müssen frecher, offensiver, störender und radikaler werden. Doch je radikaler der Protest, desto stärker reagieren Polizei und Justiz. Ein Thema für den Workshop in Dresden. Wie sich verhalten im Polizeigewahrsam? Christian Bleuel hat ganz praktische Tipps parat. Nichts ist schlimmer, als wenn wir denken, wir sind jetzt alleine in der Zelle. Das heißt also, wenn wir laut singen, so richtig laut, so laut wie wir können, stellt euch vor, dann singt jemand aus der Nachbarzelle mit. Und, ah, herrliche. Ja, ansonsten hatte ich ja schon gesagt, es gibt immer die Möglichkeit, die eigenen Rechte einzufordern, also aufs Klo gehen, essen, Wasser, also wirklich genug trinken ist wichtig, weil wir wissen eben, wie lange wir, also typischerweise wissen wir nicht, wie lange wir drin sind, die Polizei sagt uns das meistens nicht. Christian Bleuel spricht aus Erfahrung, Knasterfahrung. In Stockholm war er im August an der Straßenblockade einer schwedischen Partnerorganisation der letzten Generation beteiligt. Die Polizei räumt die Straße. Der Dresdner wird direkt dem Richter vorgeführt. Dieser ordnet U-Haft an, aufgrund von Fluchtgefahr. Es ist natürlich mit krassen Einschränkungen verbunden. Vor allem habe ich überhaupt gar keinen sozialen Austausch mit der Außenwelt. Aber die Situation zu ertragen ist sehr viel einfacher, weil ich dort das Gefühl habe, ich habe meinen Teil gemacht, ich habe meine Meinung gezeigt, indem ich auf die Straße gegangen bin, und jetzt trage ich die Konsequenzen dafür. Erst nach 16 Tagen wird er aus der U-Haft entlassen, darf zurück nach Deutschland zu seiner Familie.
Doch noch steht das Urteil aus. Für den zweifachen Vater könnte es bald zurück ins Gefängnis gehen. Ich kann nur so ein bisschen ahnen, was passiert, weil es leider fast noch gar keine Verurteilung dazu gab. Also der Vorwurf des Gerichts ist Sabotage. Und das Maximum sind 4 Jahre Gefängnis, die mir da passieren könnten. Ärger mit der Justiz hat er allerdings auch in Deutschland. Einen ganzen Ordner voller Anzeigen, Bußgeldbescheide und sogar Strafbefehle hat er bereits gesammelt. Also wenn ich jetzt meine beiden Strafbefehle zusammenzähle und die Gebühren, die ich häufig für das Ablösen bei der Polizei bezahlen muss, gehe ich davon aus, dass ich aktuell 8.000 Euro oder so bezahlen muss. Aber für die meisten Sachen habe ich noch gar keine Rechnung. Zahlen will er die Strafen, falls sein Erspartes dafür überhaupt reicht. Zu Hause jedoch ist die Stimmung nach den zahlreichen Anzeigen langsam angeknackst. Also ich glaube, bei meiner Familie ist schon die Sorge da, dass es massive Konsequenzen hat, was die finanzielle Situation angeht. Und meine Worte, dass meine Schulden nicht die restliche Familie treffen, scheinen nicht zu reichen. Also da sind schon noch große Ängste da. Dass es in Fällen wie dem von Christian Bleuel nicht bei Geldstrafen bleibt, dafür plädiert Rainer Wendt, Vorsitzender der zweitgrößten deutschen Polizeigewerkschaft. Dass eine große Demonstration auch dazu führt, dass Menschen mal einen Umweg fahren müssen, ist das eine. Aber wer glaubt, sein Versammlungsrecht missbrauchen zu können, dadurch, indem er tausende Menschen in Geiselhaft nimmt und sie ihrer Freiheit beraubt, wie das die Leute tun, die hier den Berufsverkehr lahmlegen, der missbraucht das Versammlungsrecht und gehört zu Recht bestraft. Ich wünschte mir manchmal, dass die Gerichtsbarkeit eine deutlichere Sprache spricht, das heißt auch den präventiven Charakter von Strafen mehr berücksichtigt. Das wäre meine Erwartung, mein Wunsch. Wie Polizei und Justiz immer wieder auch mit aller Härte gegen Klimaproteste vorgehen, hat Mirjam Herrmann zu spüren bekommen. Wir treffen sie mit einer Freundin beim Flyerkleben. Die 25-Jährige lebt in Leipzig als Vollzeitaktivistin, wie sie selbst sagt. Ihr Jurastudium hat sie dafür auf Eis gelegt. Ich bin schon noch eingeschrieben und studiere irgendwie noch Jura, aber ich komme gerade nicht mehr wirklich dazu, weil wir gerade nur noch wenige Jahre haben, um wirklich noch das Ruder rumzureißen, um irgendwie weniger CO2 auszustoßen als Gesellschaft. Und ich kann jetzt nicht mich hinsetzen und für mich studieren, um dann einen guten Job zu haben. Das kann ich mit mir einfach moralisch gar nicht vereinbaren. Ihre Jurakenntnisse weiß sie trotzdem zu nutzen. Mirjam Herrmann gehört zum Legal-Team der letzten Generation und unterstützt im Falle von Strafanzeigen. Deutschlandweit laufen derzeit über 100 Verfahren gegen Mitglieder der Gruppe, auch gegen sie selbst. Rückblick. Vergangenes Jahr in München. Während der internationalen Automobilausstellung kommt es zu Protesten und zu Abseilaktionen auf Autobahnbrücken. Mirjam Herrmann beteiligt sich mit einem Freund auf eigene Faust an der Aktion. Die Polizei sperrt die Autobahn. Gute 1,5 Stunden lang. Für die beiden Aktivisten geht es danach direkt zum Haftrichter. Dieser urteilt 5 Tage Präventivgewahrsam. Es bestehe Wiederholungsgefahr. Wir hatten klar gesagt, dass wir das nicht noch mal machen werden, aber das war dem Gericht in dem Punkt irgendwie egal. Die wollten uns einfach da weghaben. Und dann war ich eben im Gefängnis für 3 Tage und bin dann früher entlassen worden, weil das Landgericht in Landshut entschieden hat, dass das rechtswidrig war, uns in Gewahrsam zu nehmen und ins Gefängnis zu stecken. Dann die Anklageschrift. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft München, Nötigung in genau 1296 Fällen. Als jetzt dann tatsächlich die Anklageschrift kam, die keine Strafe direkt festgesetzt hat, aber eben zum Schöffengericht adressiert ist und das Schöffengericht zuständig ist für Strafen, die sich in der Androhung von Haft zwischen 2 und 4 Jahren bewegen. Also ab 2 Jahre gibt es auch keine Bewährung mehr, das wäre dann wirklich eine tatsächliche Gefängnisstrafe. Da ist mir schon kurz die Luft weggeblieben. Wir legen den Fall dem Rechtswissenschaftler Alexander Brade vor. Wie beurteilt er die Straferwartung der Staatsanwaltschaft? Ich halte den Straftatvorwurf grundsätzlich für nachvollziehbar. Ich halte aber zumindest bei überschlägiger Betrachtung nach Kenntnis des mir vorliegenden Sachverhalts diese Straferwartung aber für überhöht, unabhängig von der Zahl der hier betroffenen Teilnehmer. Schlicht, also aus 2 Gründen. Erstens ist es der Tatvorwurf der Nötigung, der im Raum steht. Und zweitens müssen immer auch noch die
Ziele, die die Demonstranten verfolgt haben, berücksichtigt werden. Denn auch hier wird es sich um eine der Versammlungsfreiheit unterfallende Form des Aktivismus handeln. Die Abwägung zwischen dem Recht auf Protest und dessen Verwerflichkeit, so sagen es die Juristen, sei laut Brade eine schwierige Einzelfallentscheidung. In der Regel werden solche Protestaktionen der Versammlungsfreiheit unterfallen, weil sie nicht physisch aggressiven Widerstand in irgendeiner Form leisten, ja, also eben nicht in dem Sinne Gewalt mit sich bringen. Allerdings wird es dann eben immer auf eine Abwägung der Interessen ankommen. Ja, also einerseits dem Protest gegen unzureichende oder angeblich unzureichende Maßnahmen gegen den Klimawandel und andererseits der blockierten Straßenverkehrsteilnehmer. Und in diesem Fall kommt es dann eben ganz konkret auf die Würdigung der Umstände des Einzelfalls an. Also wie lange dauert die Blockade an? Wie intensiv ist sie? Wie stark sind Rechte anderer dadurch beeinträchtigt? Versammlungsfreiheit oder Straftatbestand? Wie eng beides beieinander liegen kann, hat Lukas Scott erfahren. Wir treffen die 25-Jährige bei DHL am Flughafen Leipzig-Halle. Hier hat sie im Juli 2021 an einer Blockade teilgenommen, als Protest gegen den geplanten Ausbau des Frachtflughafens. Also ich bin tatsächlich mit einer sehr lockeren Einstellung reingegangen, weil wir haben uns halt an eine Zufahrtsstraße bewegt und wir hatten uns auch ausgemacht, also meine Menschen und ich, mit denen ich da war, dass wir halt gehen, sobald wir aufgefordert werden zu gehen. Aber die Lage war ja unglaublich friedlich und entspannt. Rund 50 Aktivistinnen und Aktivisten der Initiative Cancel LEJ versperren eine Einfahrt zum DHL-Logistikzentrum, unterbrechen so die zeitgenauen Lieferketten. Als die Polizei eintrifft, hat sich bereits ein kilometerlanger Stau gebildet. Die Fahrer sind sauer. Ich will zu meiner Familie nach Hause. Und das verhindert ihr. Ihr schadet hier nur den Fahrern und sonst niemanden. Immerhin haben die Protestierenden Care-Pakete für die Fahrer mitgebracht. Der Protest war natürlich jetzt nicht gegen die ArbeiterInnen gerichtet, sondern eben gegen den Konzern und vor allem gegen diesen Ausbau vom Frachtflughafen. Und ich kann auch verstehen, dass ein Mensch nach einer enorm langen Schicht gerne nach Hause möchte. Und durch die Care-Pakete haben wir wenigstens versucht, sie ein bisschen zu entlasten. Vor Ort wird der Protest als spontane Versammlung bei der Polizei angemeldet und genehmigt. Unter der Auflage, die Straße in einer Dreiviertelstunde wieder frei zu machen. Anmelder ist der sächsische Landtagsabgeordnete Marco Böhme. Wir treffen ihn in Leipzig auf dem Parteitag der Linkspartei Anfang Oktober. Ich habe mich dann bereit erklärt, für die Anmeldung vorzunehmen, habe mich aber vorher bei der Polizei vor Ort versichert, würden sie denn das überhaupt annehmen, diese Demonstrationen? Also im Sinne von, gibt es Auflagen, sollen die das jetzt verlassen oder sollen die drüber auf die Wiese gehen zum Beispiel? Und kurz vor der Beendigung, also bevor die Leute freiwillig wieder gehen wollten, kam dann eine Einsatzhundertschaft angerückt und hat die Leute umstellt, eingekesselt. Und hat die dann alle in Gewahrsam genommen, weil es auf einmal hieß, DHL klagt mit 1 Million Euro Schadensersatz. Die Höhe der Summe führte anscheinend zu einer Neubewertung durch die Polizei. Nachfrage bei DHL. Wir wollen wissen, wie die noch in der Protestnacht kommunizierte Schadenshöhe ermittelt wurde. Zitat. Bei der in der Blockadenacht zirkulierenden Summe handelte es sich um eine von der Polizeibehörde bei uns angefragte Schätzung des möglicherweise drohenden Schadens. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns zu weiteren Details nicht äußern können. Die Blockade hat nun ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Aktivisten wegen Nötigung und gegen Marco Böhme wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz. Die Argumentation: Die Demonstration, obwohl spontan bei der Polizei angemeldet, sei in Wirklichkeit geplant gewesen. Ob der Protest von der Versammlungsfreiheit gedeckt war, wird auch beeinflussen, ob DHL eine Schadensersatzforderung geltend machen kann. Es gibt aber jetzt noch eine zivilrechtliche Möglichkeit von DHL, die 1 Million Euro Schaden, die ja da in der Nacht in dem Raum stand, von den 50 Leuten einzufordern. Das ist jetzt die Frage, ob das passiert. Ich habe die Informationen jetzt erhalten, dass tatsächlich Briefe versendet wurden von DHL an die Aktivistinnen, wo drin steht, wenn ihr uns jetzt 80.000 Euro zahlt, dann klagen wir nicht zivilrechtlich. Ansonsten seid ihr dran. Für die Aktivisten geht es jetzt um viel Geld.
DHL listet auf. Kosten für zusätzliche Lkw, gecharterte Flugzeuge und Überstunden von Mitarbeitenden. Auch Lukas Gott sagt, sie habe ein Schreiben von DHL bekommen. Natürlich wirkt das vielleicht auch irgendwie abschreckend, ne? Ob da jetzt noch irgendwas kommt, ob ich da noch irgendwas zahlen muss, was da noch passiert. So diese Ungewissheit zu haben, ist unglaublich belastend und natürlich auch sehr hinderlich im eigenen Prozess und schränkt einen natürlich auch sehr ein. Also es ist doch absolut absurd, dass eine Klimagerechtigkeitsbewegung und auch generell Klimagerechtigkeitsbewegungen derart repressiv behandelt werden und so krass irgendwie durchleuchtet werden, eben um Konzerninteressen zu schützen und diese Konzerne letztendlich dazu beitragen, unsere Welt derart zu zerstören. Vor Gericht spielt die Motivation von Aktivistinnen wie Lukas Gott, das Klima schützen zu wollen, keine Rolle. Und doch wird genau darüber auch in der Rechtswissenschaft zunehmend diskutiert, sagt Jana Wolf. Sie forscht zu Urteilsbegründungen bei klimaaktivistischen Straftaten. Also ich glaube, eine ganz klare Linie ist noch nicht ersichtlich. Wir haben noch keinen unglaublich großen Pool an aktuellen Urteilen, die zu klimaaktivistischen Straftaten Stellung nehmen. Das Ganze wird aber natürlich primär aufgeheizt eigentlich durch die öffentliche Debatte, auch durch die politische Debatte. Das heißt einerseits so dieses progressive Denken, dieses Verständnis gegenüber aktivistischen Handlungen, gerade auch in Bezug auf Erfolg in der Vergangenheit des zivilen Ungehorsams und auf der anderen Seite der Ruf nach dem durchsetzungsfähigen Rechtsstaat, nach dem Motto der Zweck heiligt ja nicht die Mittel, dem Ruf nach staatlicher Repression. Also das ist meiner Meinung nach aktuell ein sehr aufgeladenes Spannungsfeld, was sich wahrscheinlich in Zukunft noch weiter aufladen wird, einfach dadurch, dass der Klimawandel weiter zunimmt. Zurück nach Dresden. Noch einmal treffen wir Christian Bleuel. Der Aktivist der letzten Generation ist erst seit ein paar Wochen aus der U-Haft in Schweden raus. Für heute war nun das Urteil angekündigt, per E-Mail. Haft, Bewährung oder doch ein Freispruch? Breaking News auf der Demo. Also, ich wurde schuldig gesprochen und ganz kurz gefasst, meine Strafe ist 75 Euro bezahlen an einen Opferhilfefonds. Und das war's. Ja. Ja, und ein Dudu vom schwedischen Staat natürlich. Ja. Also, steht so ein Satz drin, der bedeutet, wenn ich es nochmal mache, dann wird es heftiger. Dafür musstest du 16 Tage in Knast sein, oder? Genau, genau. Ja. Nein, mir wurde Sabotage vorgeworfen. Und ja, also das ist einfach, da sind die 16 Tage lächerlich, weil das Mindeststrafmaß ist, glaube ich, ein Monat und das maximale 4 Jahre. Also ich bin quasi ziemlich gut davon gekommen. 1.300 Euro muss er noch für den Pflichtverteidiger drauflegen. Erwartet hat er aber eigentlich eine höhere Strafe. Für mich ist es so, wenn jetzt das Gericht eine Haftstrafe angesetzt hätte und ich sofort ins schwedische Gefängnis muss, ich hätte so zwei Seelen in meiner Brust gehabt. Das ganz Schreckliche wäre gewesen, dass ich meine Familie nicht mehr täglich sehen kann. Aber andererseits weiß ich auch, dass es ein großes Hilfsmittel ist, weil manche Menschen dadurch erst bewusst wird, in was für einer Katastrophe wir uns gerade befinden und dass wir unbedingt was für Klimaschutz tun müssen. Also so blöd das klingt, aber dieser Teil von mir hätte gesagt, ins Gefängnis gehen ist eine gute, nützliche Sache. Weitermachen will er so oder so. Nicht nur auf angemeldeten Demos wie hier in Dresden, auch bei Klebeaktionen und Blockaden. Eine Gefängnisstrafe, für ihn ein einkalkuliertes Risiko.